Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Oh yeah. Und heute werden wir versuchen, Nikki zurückzuholen. Jedenfalls glauben wir, dass wir sie zurückkommen, weil wir glauben, dass sie in der Kläranlage da hinten ist. Und wir werden uns am besten mal mit Select einen kleinen Punkt setzen. Oh, wir waren sogar ein bisschen in der Nähe, ne? Na gut, geht so, ne? Dafür müssen wir einmal kurz wenden. Mit unserem Bike kommen wir da natürlich easy locker hin. Da sehe ich kein Problem bei. So, ja. Wir haben es fast. So. Hier lang. Ich war gerade ein bisschen verwirrt von der Stadt. Die ist echt ein bisschen zu eng. Mag sein, dass sie lebendig ist, aber. Naja, gut, lebendig kann man das auch nicht sagen. So viele Autos fahren hier nicht durch die Gegend. Manchmal sieht das echt ein bisschen tot aus. Aber naja, es ist eine Next-Gen-Spielkonsole und. Die Grafik stimmt ja immerhin, ne? Hauptsache die Grafik stimmt. Scheißegal, wie die Spielmechanik ist. Man muss ja alles Mögliche drin haben, von 1520.000 Grad Pixeln, dass man auch alle Moleküle sehen kann von Aiden Pierce, die man übrigens auch nicht sieht. Aber die Grafik stimmt. Spielemente, scheiß drauf, ne? Ich meine, alle wollen Grafik, alle kriegen Grafik, Spielemente braucht keiner. Das ist halt die Scheiße, die ich. Also ganz ehrlich. Früher war es echt. Ja gut, ich höre mich an wie so ein alter Sack. Früher war alles besser. Aber tatsächlich war es früher besser mit den Spielen. Jeweils von der Story her. Ich meine, klar, gute Grafik. Gerne. Bei Final Fantasy ist mir immer eine abgegangen, wenn ich Final Fantasy gespielt habe, auf immer einer richtig genialen Grafik. Und ja, aber die Story sollte auch stimmen. Und das stimmt halt bei Final Fantasy auch. Und da, ich glaube, da sind die Entwickler ein bisschen in den Stutzen gekommen. Da dachten die, alle wollen wahrscheinlich nur die Grafik von Final Fantasy. Die können wir bieten, aber wir haben keinen Platz für Spielelemente. Scheiß drauf. Naja, und so entstand das bestimmt, dass alle nur auf Grafik gehen und keine auf Spielelemente. Wobei es wird tatsächlich wieder besser, denn irgendwann kann man die Grafik nicht mehr steigern. Wenn man die Grafik nicht mehr steigern kann, dann muss man auf Spielelemente setzen. So ist das halt. Gut, Watch Dogs bietet natürlich ja diese Handykacke, aber das war's auch schon. Es macht ein bisschen Spaß am Anfang, macht das sehr viel Spaß, aber es geht immer weiter runter und immer weiter runter und irgendwann ist es einfach nur, ach, schon wieder hacken. Naja, jetzt sind wir da. Hab ich mich immer wieder ein bisschen zu viel verquatscht, aber ich habe einfach mal das Gespräch beendet und hier sind wir also bei Kleine Schwester. Akt 4, Kleine Schwester. Ich hab Nikki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Kein Problem. Wir ziehen das sneaky durch. Pass gut auf dich auf, Dattin. Wir haben wohl Fixer als Security angeheuert. Die schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Okay. Nikki. Nikki Pierce. Den muss ich ausschalten. Na komm, Nikki, geh ans Telefon. Nikki, ich bin's. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Ich hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Stimme. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. Kann ich hier einfach reingehen und alles umbringen? Er hat noch geatmet. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen?
Ich glaube, es bringt nichts, wenn ich ihn locke. Bewegung. Lauf du mal dahin, Schwesterchen. Ich hab nicht mehr geschossen, seit ihr mit Dad auf Jagd waren, oder? Das macht wohl keinen Sinn. Okay, los. Nicht aufhören, such da drüben weiter. So. Wenn ich ihn getötet habe, ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht sehen. Sie ist wohl losgegangen, ist klar. So. Hast du sein Gesicht gesehen? Er konnte es nicht glauben. Er hat mich gestern noch Decken gebracht. Und umkehren. Scheiße. Okay. Kein Problem. Wir machen Plan B. Baby wegballern. Nein! So. Niki, bleib einfach da, ich hol dich. Der Mann eben. Ich glaube, er atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen? So, wir werden das jetzt ein bisschen sneaky machen. Sie wird sich da schon ein bisschen verteidigen. Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Ich glaube, die hat sie nicht mehr alle. Nur Kaninchen. Kaninchen sind auch Lebewesen. So. Wenn ich ihn getötet habe, ich glaube, er ist tot. Ich wollte das nicht sehen. Sie ist einfach losgegangen. Wir können uns das ganz einfach machen. Ich sehe überhaupt nichts. Fuck. Kack, Sonne. Niki, hör auf meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Lauf dahin, mein Freund. Genau das ist mein Job, meine Kleine. Such deine Spur, los! Da hast du deine Spur. Ich brauche eine Kamera. Kann ich sie hierher führen? Okay. Dann hole ich sie halt ab. Auch kein Problem. Oh Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Er hat mich gesehen und hat einfach wieder umgedreht. Behaltet ihn im Auge. Oh oh. Okay. Los, schnell. Sehr schön. Los, leg dich da ein. Kopf runter. Dahin muss ich sie eskortieren. Hi, Niki. Ja, ich würde dich gerne retten, ne? Aber ich muss dich da hinten hinbringen. Das ist ein bisschen doof. Das wird scheiße. Mich bei dem an. Nein. Ich muss erstmal den da ausschalten. Sonst ist das so eine Petze, weißt du? Keiner mag Petzen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht.
Da ist der liebe Kollege, ja. Ja, ich bin noch nicht im Sperrgebiet. Was für ein Scheiß. Ich hätte aber mit meiner Schwester abhauen können. Oh nein. Muss sie ja da hinten hinbringen. Weil ist so. Hier ist sie bei mir ja nicht safe, ne? So. Ein Spasti ist hier noch. Heilige Scheiße! Hab ihn! Lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht. Ist das dein Ernst? Was macht sie da für Geräusche? Ich will mit. Ja. Okay. Was ein Scheiß, ey. Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Ein absoluter Notfall. Könnt ihr die Polizei schicken? Tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher. Bei ihm. Fahr da jetzt hin. Ich treff dich. Hol Jax, bleib ruhig. Kein Handy. Lass ihn nicht mal sein Tablet benutzen. Bis das vorbei. Gerettet. Easy. Wenn auch ein bisschen merkwürdig. Glaubst du, Nikki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Nikki ist es vorbei. Aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Die Cops sind ja wohl das Billigste auf der Welt hier. Ganz ehrlich. Wie wird man so schnell los? Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Jo, das Ding haben wir zerfetzt. fahren wir überhaupt noch richtig? Ich habe keine Ahnung. Wir setzen uns mal einen Punkt. Wo müssen wir hin? Ach, wir müssen jetzt zu ihr nach Hause wieder, ne? Das war ja hier, genau. Kein Problem, wir nehmen die Schienen. Easy, oder auch nicht. So. Von wegen Polizei, wo ist denn die Polizei? Blumforschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. Sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten? Ich weiß es nicht. Mir auch egal, ich fahre hier erstmal wie so ein Besoffener durch die Gegend. Also, zur Mission gerade. Ich verstehe nicht, wenn man schon neben seiner Schwester ist. Neben dem Ausgang, beide. Wieso man nicht einfach abhaut? Wieso sollten die Typen nicht einfach denken, dass alles in Ordnung ist? Nikki ist immer noch da. Nein, ich muss sie natürlich alle erstmal umbringen oder sie an einen bestimmten Punkt lotsen, wo sie mit dem Auto losfahren kann. Was ist denn das für ein Scheiß? Ganz ehrlich. Ich stand neben mir. Ich hätte die Hand schütteln können. Habe ich aber nicht. Ich habe gesagt, ja, Nikki, sorry, du musst aber da hinten hin. Tut mir leid. Was für ein Scheiß. Da merkt man, die haben sich bei Watch Dogs nicht wirklich Mühe gegeben. Also das merkt man so richtig. Und die Dinger bremsen mich ja richtig schad ab. Krass. Ja, immerhin haben sie sich in der Umgebung Mühe gemacht. Aber in den Story-Missionen, das war bisher nicht der Knüller. Es war bisher nicht der Knüller. Also das Größte, was ich hatte, war echt diese eine Mission, wo ich Stealth mit diesem Verbrecher durch die Gegend fahren musste. Das war großartig. Das war großartig. Das war Innovation pur. Aber der Rest? Und allein diese Mission gerade? Verzweiflung. Einfach nur Verzweiflung. Dazu kann ich einfach nichts sagen, weil ich bin von Ubisoft
Besseres gewohnt. Ich bin tatsächlich ein Ubisoft-Fan. Ich spiele gerne Sachen von Ubisoft. Aber das ging gar nicht. Und bevor ich jetzt hier noch Hassreden schwinge gegenüber Ubisoft, obwohl ich sie echt liebe, würde ich sagen, beenden wir die Folge und sehen uns morgen wieder, wenn wir Niki aus der Sache hier rausschaffen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.